Hallo ihr Lieben und willkommen zu einem neuen Video von mir. Ja, heute gibt es wieder ein Unboxing und zwar habe ich bei einem Hersteller was gekauft. Da hatte ich vorher noch nie gekauft. Ich bin per Zufall drauf zugestoßen. Ja, Werbung, Instagram, ne? Macht es möglich. Nein, aber es war einfach ein Angebot, wo ich gedacht habe, jetzt bist du mal neugierig und das möchtest du gerne mal ausprobieren. Und zwar geht es um Sunbee. Ich hoffe, ich spreche es richtig aus. Den Hersteller, der gibt, also er hatte eine Werbung auf Instagram, ist aber offiziell nur auf Facebook. Und hat halt auch seine Website, seine normale. Und wie gesagt, ich bin da drauf zugestoßen per Zufall und habe dann einfach mal geguckt, weil mir die Motive zusagten. Die fand ich richtig schön. Da wusste ich von dem Angebot noch gar nichts. Und als ich dann weitergescrollt habe, habe ich eine Anzeige gesehen und habe gedacht, so das probierst du aus. Und was es genau ist, zeige ich euch heute gleich im Video. Außerdem habe ich noch was bei Amazon mir bestellt, weil ich habe einen Tipp oder ja, Tipp bekommen, kann man wirklich so sagen. Oder mehrere Tipps gesehen, besser gesagt, auf Instagram und auf YouTube und so weiter, wie man am besten AB-Steine paintet. Und ich wollte das oder möchte das gerne ausprobieren. Ich hatte das passende Zubehör bis jetzt noch nicht gehabt, habe ich mir jetzt aber wie gesagt bestellt. Und das zeige ich euch auch gleich. Und dafür nehme ich euch jetzt an das andere Stativ und zeige euch Stück für Stück, worum es geht. Ich weiß, es war jetzt wieder mal ein bisschen verworren, was ich euch erzählt habe. Ich hoffe, ihr habt trotzdem halbwegs verstanden, was ich meinte. Aber das wird sich gleich aufklären. Bis gleich. So, ich habe euch jetzt an das andere Stativ genommen und ich denke mal, wir fangen am besten mit dem Bild an. Hier seht ihr das, wie es zu mir geschickt worden ist. Wie gesagt, es ist von Sunbee. Und das war so ein, ja, man kann sagen, so Schnupperangebot. Und zwar habe ich ein Bild in Anführungsstrichen gratis bekommen. Warum ich Anführungsstrichen sage, ist ganz einfach. Ihr müsst natürlich den Versand bezahlen. Der war jetzt in dem Fall 10 Euro. Aber wenn man das Bild so, wenn das Bild wirklich so ist, wie ich mir das vorstelle und wie es beschrieben ist, muss ich ganz ehrlich sagen, ist das ein super Schnupperangebot. Es gibt allerdings nur ein einziges Motiv, kann ich auch nachvollziehen, weil sonst wird die ganze Geschichte dann irgendwann auch nicht mehr tragend für den Hersteller oder für den Anbieter. Bin trotzdem mega gespannt. Ich war eher skeptisch, ob es wirklich so ist, wie es ist, weil es gibt ja auch andere Anbieter, die euch ein Gratisbild oder Probebild, ich sage mal lieber Probebild dazu, anbieten, allerdings in etwas ganz anderen Maßen wie das hier. Und warum ich das so betone, zeige ich euch jetzt. Ich packe es jetzt mit euch zusammen aus. Ich habe es, wie gesagt, einmal original verpackt gelassen, damit ihr seht, wie die Bilder von Sunbee zugeschickt werden. Und ich mache es jetzt mal mit euch zusammen auf. Ich muss mal jetzt gucken, wo ich am besten einschneide, weil, so wie ich das fühle, glaube ich, ist da ein Luftpolster drin. Und weil ich das Bild jetzt heute noch nicht painten werde, wäre das natürlich schön, wenn ich das Luftpolster jetzt nicht kaputt schneide. Unbedingt. Und deswegen muss ich jetzt mal gucken, wie ich das jetzt am besten mit euch eben zusammen aufmache. Ohne dass ich mir auch dann in die Finger schneide. Einen Moment. So, ja, ich habe richtig gelegen. Und zwar, hier könnt ihr das sehen, das ist in so einem Luftpolster, ne? Geschützt. Und hier drin ist das Bild. Ich gucke mal nach, ob ich das jetzt hier so rausbekomme. Weil, wie gesagt, ich möchte das Bild ja auch lagern, weil ich das jetzt zurzeit, ich habe jetzt mehr ein großes Projekt jetzt in der Arbeit angefangen und damit ich jetzt nicht unbedingt das nächste Bild schon dazwischen schieben. So, ich hab's raus. Okay. So. Ich mache jetzt eben die Verpackung mal ein bisschen zur Seite. Okay. Wow. Also beim ersten oder der erste Anblick ist wow, weil es ist richtig schön eingepackt. Hier seht ihr schon eine Kordel. Hier steht drauf Diamond Painting Hobby. Passt ja. Und es ist in so einer Tasche, die auch richtig schön zugebunden ist drin. Und ich glaube, die meisten von euch können jetzt auch erahnen, was ich damit meine, als ich gesagt habe, in anderen Größen. Jetzt will ich mal gucken, weil den Beutel will ich jetzt nicht kaputt machen, weil das ein richtig schöner Lagerbeutel auch ist, finde ich. Und da drin ist das Bild auch noch mal eingepackt. So, hier ist schon mal das Bild. Ihr könnt jetzt natürlich noch nicht allzu viel sehen, außer welche Farben das ungefähr sind.
Es hat ein Maß von 40 x 50 gegossenen Kleber und ich packe es jetzt mit euch zusammen aus. Ich bin, wie gesagt, selber schon gespannt, weil erstens habe ich von Sunbee noch gar nichts bestellt gehabt. Wie gesagt, ich bin per Zufall drauf gestoßen. Ich weiß nicht, kennt ihr schon den Hersteller? Habt ihr da schon mal was bestellt? Schreibt mir das mal sehr, sehr gerne in die Kommentare. So, und jetzt wickle ich erstmal das so rum auf. Oh ja, die Leinwand, die ist schon mal schön. Hier sind die Steinchen. Oh mein Gott. Ich glaube, ihr könnt schon was erahnen. Oh wow. Und zwar zeige ich euch erstmal das Toolkit, was hier mit bei ist. Und zwar haben wir hier einmal das weiße Schiffchen mit Schnabel. Ihr kennt mich ja mittlerweile. Ich liebe dieses Schiffchen mit Schnabel, weil ihr könnt die wirklich überall einsetzen. Super mitarbeiten, egal ob Sipptütchen, Dosen, Tic-Tac-Dosen, was auch immer. Ihr könnt hier mit richtig super die Steinchen wieder zurückarbeiten in die Dosen hinein. Dann habt ihr einen Standardstift, einen Switchy, den ihr hier rüberziehen könnt, damit der Stift nicht allzu dünn ist. Eine Metallpinzette, mehrere Aufsetzer. Einmal habt ihr hier den Dreier, den Fünfer und den Zehner. Wenn ich das jetzt richtig sehe, hier sind leider keine Zahlen drauf, aber von der Größe könnte das hinkommen. Sie sind etwas schmäler, was ich gut finde. Ich mag nicht die ganz breiten Aufsetzer. Die eignen sich dann mehr für runde Steinchen. Und ein paar Siebtütchen, wie als auch ein ganz großes Blättchen Wachs. Das ist das Standard-Toolkit bei dem Hersteller. Hier seht ihr die Steine und ich kann euch schon mal so viel sagen, es ist massiv am Funkeln. Und deswegen ist das nochmal was Besonderes, aber die zeige ich euch gleich mal genauer. Ich bin schon mega gespannt und freue mich schon. Jetzt drehe ich mit euch mal zusammen das Motiv um. Als erstes, was ich sagen kann zur Leinwand, sie ist flauschig. Sie ist jetzt nicht extrem flauschig, aber ne, sie ist so in diesem angeraunten, feinen Material. Hier ist ein kleiner Tricknick drin, ist aber nicht weiter schlimm. Das ist der Außenrand, das stört nicht. Sie ist abgesteppt. Ne, ihr habt eine richtig schöne Abstimmung hier. Das bedeutet, dass die Leinwand, wenn ihr damit arbeitet, nicht auffranst. Wobei ich sagen muss, ich habe auch welche ohne Abstimmung. Mir ist das nicht so wichtig, weil ich dieses später sowieso einrahme. Aber wenn sich das jemand so zum Beispiel hinhängen möchte, kann er das machen, denn die Kanten sind so weit abgesteppt, dass ihr keine Fransenbildung habt. Und jetzt drehe ich mit euch mal zusammen das Bild um. Ich bin, wie gesagt, selber schon gespannt, wie der Druck ist und auch wie die Steinchen sind. Und ja, Spannung steigt. Und hier ist das Bild. Ihr könnt es natürlich wieder ein bisschen besser sehen durch die Kamera, als ich hier vorne liegen habe. Ich weiß nicht, irgendwie mogelt sich die Kamera das Bild immer so ein bisschen schon zurecht. Tüte mache ich mal weiter dahin hin. Und das Besondere bei diesem Bild ist, wie gesagt, ihr bezahlt die Versandkosten. In dem Fall waren es 10 Euro. Das Bild an sich hätte sonst auf jeden Fall mehr gekostet. Ich muss noch mal gucken. Ich schreibe das sonst auch noch mal hier ins Video rein, wie teuer das Bild sonst original wäre. Und das Besondere ist einfach, ihr habt ein Bild von 40 mal 50 Zentimeter. Ihr habt nicht so ein kleines Bild. Es gibt, wie gesagt, Hersteller, die bieten auch Testbilder an, aber das sind meistens wirklich nur so kleinere Bilder als Testbild. Und dieses Bild hat jetzt, wie gesagt, Versand 10 Euro gekostet und hat das Maß 40 mal 50. Das Bild hat eckige Steine. Ihr könnt es aber auch mit runden bekommen als Testbild. Also ihr seid da nicht festgelegt auf welche Steinform, sondern ihr könnt selber entscheiden, wollt ihr runde Steinchen haben oder wollt ihr eckige Steinchen haben, was ich richtig super finde, weil viele von euch, das weiß ich, lieber runde Steinchen painten, andere aber wiederum, so wie ich, lieben die Herausforderung und painten sehr, sehr gerne auch mit eckigen Steinchen. Und das ist frei auswählbar bei diesem Motiv, was ich richtig super fand. Und wie gesagt, ich war am Anfang ein bisschen skeptisch, weil ich gedacht habe, so, ja, gratis Bilder, klar, also gratis. Ihr müsst immer den Versand bezahlen bei den Bildern, das ist immer so, kann ich auch verstehen und wäre anders für die auch irgendwann auch nicht mehr rentabel. Weil ich nämlich auch schon Leute hatte, oh, das ist ja gar nicht gratis, da musst du ja trotzdem was bezahlen. Ja, die Post und Co., die arbeiten auch nicht kostenlos, also die wollen halt ihr Geld auch haben und da kann ich das verstehen, dass ihr halt wirklich einen kleinen Obolus dafür geben müsst. Aber 10 Euro ist wirklich zum Vergleich des Bildes nichts, ne? Wenn ihr bedenkt, wie teuer Diamond Painting Bilder sind, ist das wirklich ein Schnappel, wenn ihr wirklich mal ein Bild ausprobieren wollt. Und klar habt ihr auch nicht eine große Auswahl an Motiven. Sonst, wie gesagt, wäre es für einen Hersteller auch nicht mehr tragbar. Die wollen ja schließlich auch noch von was leben und ihre Mitarbeiter bezahlen.
Und von der Warte her finde ich das voll und ganz total in Ordnung. Und ich fand dieses Motiv eigentlich richtig schön. Ich habe es nicht nur geholt, weil es halt nur 10 € gekostet hat, sondern weil mich das Motiv auch angesprochen hat. Ich denke mal, das hat so ein bisschen auch Entscheidungsgrad, dass man sich jetzt nicht nur ein Bild anlacht, ach ja, kostet nur 10 €, nimmst du mal. Ne? Sondern bei mir ist es wirklich so, dass ich auch darauf achte, wer das Motiv war, würde ich das mir kaufen oder hat das irgendeine Bedeutung für mich? So, die Faktoren passten definitiv, weil ich fand das Motiv einfach richtig schön. Und daraufhin habe ich auch gesagt, Mensch, da bin ich mal gespannt, ob das wirklich so ist und probierst es aus. Zahlung war per PayPal, ne? Und wie gesagt, ich wollte es mal testen, weil, wie gesagt, dieses Maß 40x50 ist ja kein kleines Maß. Ne? Das ist so, dieses Maß wurde, ne, groß, ihr seht es ja, ne? Von der Sache her, wo die Motive auch richtig schön hervorkommen. Und das war einfach ein schönes Kostprobenangebot, muss man ganz ehrlich sagen. Und es gibt noch eine Besonderheit bei dem Bild. Das werde ich euch aber auch gleich zeigen. So, das Bild hat, wie gesagt, das Maß, sage ich jetzt schon zum 50. Mal, ich weiß, von 40 mal 50. Ich habe es mit eckigen Steinchen ausgewählt. Auf beiden Seiten der Leinwand habt ihr die Legende. Das finde ich immer mega praktisch, weil, wie gesagt, ihr kennt mich ja. Ich arbeite gerne mit Washi-Tape. Hier kann ich zum Beispiel am Rand auch ein schmales Washi-Tape nehmen, weil der Kleber wirklich nur minimal über den Rand des Bildes gegossen worden ist. Wir haben gegossenen Kleber. Wir haben eine schöne, stabile Folie. Die muss man nicht unbedingt komplett abziehen. Die kann man zum Beispiel drauf lassen, so wie ich das mache, und dann in Quadraten abteilen, um dann halt Quadrat für Quadrat die Flächen abzuarbeiten. Ich mache es jetzt sehr gerne, weil einmal habe ich ADHS und dadurch habe ich eine bessere Orientierung. Wenn ich jetzt das komplett abziehen würde oder mir eine größere Fläche freilegen würde, was ich am Anfang gemacht habe, Chaos, 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 Chaos und nochmals Chaos. Und deswegen mache ich das definitiv nicht mehr, sondern ich mache mir so ein Raster und teile mir wirklich so Vierecke ab, wo ich weiß, dieses Viereck schaffst du innerhalb einer gewissen Zeit. Und habe dann nicht nachher, dass die Folie wieder und ihr merkt schon, ne? Artet bei mir dann in Hektik aus. Und deswegen mache ich das total gerne. Der Vorteil ist, wie gesagt, dadurch, dass ich auf beiden Seiten die Legende habe, dass man die Symbole wie als auch die Zahlen noch super erkennen kann und damit dann auch arbeiten kann. Die Leinwand glitzert so ein bisschen. Werde ich euch gleich nochmal zeigen, wenn ich euch an die Hand nehme. Hier seht ihr so ein bisschen das Vorschaumotiv. Da ist es. Es ist so ein Fantasy-Häuschen. Ja, kann man wirklich so eine Fantasielandschaft in rosa gehalten. Ich liebe rosa. Ist wirklich so. Ich habe als Kind gerne, total gerne. Also rosa ist so meine Lieblingsfarbe. Es darf nicht zu grell sein. Aber ich liebe rosa. Und das ist so ein kleines Häuschen mit rosanen Wolken, mit Blüten überall und Wasser. Also richtig, richtig schön. Wie gesagt, hier seht ihr so ein bisschen das Vorschaubild. Ihr habt es dann aber auch noch mal als Anfangbild bei mir auf dem Intro. Und so sieht das aus. Finde ich richtig schön. 30, ja, das Motiv hat 30 verschiedene Farben. Also ist schon eine Menge. Und jetzt kommt noch die Besonderheit. Es sind nicht nur normale Steinchen dabei, sondern wir haben ABs dabei. Und das hat mich auch noch gelockt, wo ich gedacht habe, wow. Das finde ich richtig genial. Und das, wie gesagt, als Testbild. Ich nehme euch gleich auch nochmal an die Hand und zeige euch dann die Leinwand vom Nahen. Und jetzt zeige ich euch die Steinchen. Denn es hat, habe ich ja schon gesagt am Anfang, oh, es funkelt. Und es funkelt wirklich nicht zu knapp. Und zwar sind mir schon die ABs aufgefallen. Ich packe jetzt mal einfach mal die Steinchen ein bisschen aus. Muss mal gucken, wie viele Steinchen Farbe ich, ob ich sie euch alle zeige, ich glaube nicht, sondern so die wichtigsten Farben. Die Hauptfarbe kann man, glaube ich, schon gut erkennen. Muss man eben den Klebestreifen hier abmachen. Sonst trage ich da einmal mit drinne. So, das wollte ich nämlich auch nicht. Und zwar hat das Bild insgesamt drei ABs Farben. Und die habe ich schon gesehen. Muss mal gucken, ich glaube, das ist eine einheitliche Schlange. Schaut gleich mal. So. Auf den Tütchen haben wir jeweils die Collar-Nummer, also diese hier, 820.
mit drauf. Genau, 820, 818 und 605, das sind zum Beispiel die ABs. Und hier seht ihr die. ABs heißen so, weil sie das Nordlicht zeigen, also darstellen. Und ich finde das richtig, und die glitzern richtig schön. Das ist einmal hier so ein Lila. Dann haben wir hier so ein zartes Rosa. Und die sind wirklich richtig am Funkeln. Teilweise auch von der Rückseite sehe ich gerade. Aber richtig am Funkeln. Hier auch. Das sieht gut aus, was ich hier sehe. Da bin ich gespannt. Hier sind auch noch mal ABs. Von der einen sind sehr, sehr viele. Wir haben von der einen Sorte, das ist die 818, 1, 2, 3, 4. Viermal haben wir die vertreten. Von der 820 einmal und von der 605 auch einmal. Das ist so ein bisschen dunkles Rosa. Ich muss mal gucken, ich wickel mir das gleich nochmal neu auf. Aber dann könnt ihr das ein bisschen besser sehen. Und so sind die hier am Schimmern. Das ist richtig schön, was ich hier sehe. Ich liebe ABs. Das sind Acrylsteine, würde ich sagen, weil sie in der Mitte so ein kleines Gusslöchlein haben. Besonders die hier sind richtig stark am Funkeln. Das gefällt mir. Ich gucke auch gleich mal mit euch, wo die ABs eingesetzt werden. Da bin ich auch schon gespannt. Und hier sind die anderen Farben noch. Das ist so ein Braun, hellblau. Wie gesagt, viel in Pink und Rosa. In verschiedenen Nuancen. Hier ist so ein Dunkelbraun. Und die Steinchen sehen sehr gut aus. Sie haben minimale Gusslöchler ab und zu. Teilweise sind sie aber auch richtig glatt. Sie sehen sauber von der Kante her aus. Auch hier das Dunkelbraun. Und hier könnt ihr das sehen. Bei den Grautönen, Olivgrün. Hier ist so ein dunkleres Rot. Also das Einbahnstreifen. Das, was ich sehe, sieht gut aus, finde ich. Die sind jetzt noch in den herkömmlichen Tüten abgepackt, in so größeren. Wobei die von den meisten Herstellern jetzt auch immer weniger werden. Die meisten steigen wirklich alle bei Zip-Tüten um. Aber das, was ich hier so sehe, gefällt mir. Finde ich richtig gut. Ich bin schon gespannt, wie sich das macht. Wie gesagt, von dem Hersteller, das ist mein allererstes Bild. Und da habe ich mir gedacht, so als Testbild für den Preis probierst du es gerne mal aus, um zu sehen, wie sich das Bild macht, wie sich die Steinchen verhalten und so weiter. Das sind die Steinchen. Jetzt gucken wir gleich mal zusammen, wo die ABs eingesetzt werden. Und das Schöne ist, man hat beides drauf. Jetzt muss ich mal eben gucken. Ich schaue mal eben. Ja, genau. Ihr habt zum Beispiel auch das Schöne ist, man kann hier zum Beispiel einfach auch die 29 draufschreiben. Weil die 29, ne, ist die jeweilige Farbe hier mit. Das finde ich immer praktisch. Also man muss nicht die lange Nummer aufschreiben, sondern man kann sich auch die kurze aufschreiben. Und jetzt gucken wir mal, wo sich. Ich muss jetzt mal ein bisschen sortieren. Die ABs verstecken bei dem Bild. Bin ich mal gespannt. So. Und zwar die 30, das ist einmal dieser Querstrich. Das ist einmal hier. Ach so. Genau. Da sind ABs. Ich nehme euch gleich auch noch mal dichter in der Hand. Dann kann ich euch das mal direkter zeigen. Oder ich nehme euch einfach mal jetzt direkt an die Hand und zeige euch das mal Ganze vom Nahen. So, ihr seid jetzt an meiner Hand.
Und jetzt zeige ich euch mal, wo man die ABs alle findet. Und zwar einmal hier, ne, bei diesem Strich. Das ist dieser dunkle Ton. Der ist hier vertreten, da. Hier zwischen, hier vorne. Ne, einfach so in den Gebüsch. Hier vorne ist auch überall gleichmäßig oder so ein bisschen in verschiedenen Abständen, finde ich das aber schön, dass man das nicht nur flächendeckend hat. Verteilt sind die ABs. Die sollen ja auch ein bisschen Tiefe in das Bild hineinbringen. Hier vorne auch. Dann haben wir die 29, das ist das Fragezeichen. Von denen habe ich sehr viel. Und die befinden sich hier ganz viel. Seht ihr das? Da und da. Hier. Hier. Also von denen haben wir sehr viel. Der ganze See glitzert hier einmal. Dann haben wir hier bei dem Haus. Da bin ich mal gespannt, wie das wirkt. Hier auch. Also es wird sehr, sehr viel schimmern. Da oben bei den Wolken. Wow, da bin ich mal gespannt. Und dann haben wir noch die Nummer 28. Das ist das Und-Zeichen. Woran war das denn versteckt? Ah, hier vorne. Einmal hier vorne ist das versteckt. Dann da. Hier, also auch überall verteilt mit dazwischen. Und wie gesagt, die eine Farbe mit ABs haben wir sehr, sehr viel. Und die anderen so ein bisschen verteilter. Und so sieht das Ganze aus, ne? Hier unten habt ihr den See. Hier ist das Haus. Bäume in Herzform. Der rosane Wolkenhimmel. Ein richtig schönes Fantasiebild ist das. Und ich bin schon richtig gespannt, wie das sich dann macht und wie das im fertig gepainten Zustand aussehen wird. Gerade weil so viel ABs von dieser einen Farbe da sind. Denke ich mal, wird das richtig schön glitzern. Und wie gesagt, hier seht ihr nochmal das Vorschaumotiv, wie es so ungefähr aussehen wird. Und für den Preis finde ich das einen guten Einstieg, um wirklich auszuprobieren, wie die Steine von dem Hersteller sind, wie die Leinwand ist, wie der Kleber ist und. Finde ich das ein gutes Angebot. Jetzt gucken wir uns mal die Symbole genauer an. Was auffällt ist, ihr habt ein helles Raster, also ihr habt kein dunkel umrahmtes Raster, sondern ein helles, aber trotzdem eine Orientierung. Das finde ich immer sehr praktisch, gerade wenn jemand zum Beispiel von euch ganz frisch mit eckigen Steinen anfängt, vorne mit runden gepaintet hat. Man hat leichte Orientierungslinien da. Ist natürlich ein bisschen kniffliger, als wenn ihr so ein paar dunklere Leitlinien habt, aber man bekommt alles hin. Und wie gesagt, Lückenbildung habt ihr immer. Also es gibt kein eckiges Bild, wo ihr nicht minimale Lücken habt. Würde auch nicht gehen, dann würden nämlich die Steinchen auch regelmäßig hochploppen. Die Symbole. Soweit ich das sehen kann, kann man gut erkennen. Auch hier bei denen, die dicht dabei sind, D und C, finde ich, kann man gut erkennen. Hier sind wieder andere Farben. Ich finde, das sieht gut aus. Das könnte man eventuell auch, wenn man möchte, ohne Lightpad. Ich mache das generell mit LED-Pad. Ja, ne, alte Augen. Nein, es entlastet ja auch, ne? Wenn ihr eine ganze Weile paintet, irgendwann ermüden die Augen, das ist einfach so. Und dann hilft einem das LED-Pad wirklich so ein bisschen, dass das nicht so schnell passiert. Aber ich muss ganz ehrlich sagen, von den Symbolen her, was ich so sehen kann, ne, ihr seht auch, die Leinwand glitzert ein bisschen, da könnt ihr das sehen, kann man die, so wie ich das sehen kann, wirklich sehr, sehr gut erkennen. Ich habe auch nicht das Problem mit C und D. Es gibt ja manchmal so, da ist der Druck so ein bisschen gemein, aber hier absolut nicht. Sieht gut aus. Das sieht wirklich gut aus. Hier oben sind halt die helleren Nuancen. Das gefällt mir, was ich sehe. Ich bin mal gespannt und freue mich, das dann zu starten. Aber wie gesagt, ich mache jetzt erstmal mein eigenes Projekt fertig. Weil wenn ich mehrere zu große Bilder starte, ist das so ein bisschen kompliziert. Bei kleineren Bildern ist das nicht so extrem. Aber wenn ich größere Motive habe, dann möchte ich mich doch lieber auf eins fokussieren, bevor ich jetzt das nächste zwischendurch schiebe.
Das gibt nur Chaos. Und dann ist auch diese Entscheidung immer, welches Motiv mache ich wann, wie schnell fertig. Und dann möchte ich mich dann lieber doch erstmal auf eins konzentrieren und dann irgendwann mich darauf einlassen, dieses dann zu painten. Aber das, was ich sehe, gefällt mir wirklich richtig, richtig, richtig gut. So, ich habe euch jetzt wieder an das andere Stativ genommen. Ich werde die Steinchen erstmal wieder einpacken. Ich muss mal gleich gucken, wie ich das zusammenpacke, ob ich das Bild da wieder in die Luftpolsterung reinbekomme oder ob ich das dann doch außerhalb der Luftpolsterung lagere. Lieber wäre mir das natürlich in der Polsterung, weil das Bild ja nicht im Karton gekommen ist. So. Jetzt habe ich natürlich den Klebestreifen hier abgezogen, aber das geht trotzdem, denke ich mal. Oh, mir ist richtig kalt, mir frieren hier schon wieder die Finger ab. Ja, wir haben gefühlt minus 4 Grad hier drin. Yay! Deswegen drehe ich die Videos auch immer jetzt Stück für Stück hintereinander, weil ich habe mehrere Pakete bekommen in letzter Zeit, aber wenn ich die alle gleichzeitig drehen würde, dann würde ich hier irgendwann wie so ein Eiszapfen sitzen und mich gar nicht mehr rühren können, weil es wirklich einfach nur knackkalt ist und ich dann irgendwann auch kein Gefühl mehr in den Fingern bekomme. Aber die Leinwand seht ihr zum Beispiel auch, die legt sich auch wieder richtig schön glatt, obwohl es hier drinnen so kalt ist. Und wie gesagt, sie hat eine schöne stabile Folie, die man abkleben kann. Also man muss sie nicht zwangsweise komplett abziehen. Man kann es natürlich machen. Ich mache es lieber gar nicht, sondern erst. Ich mache es nur dann, wenn es wirklich nötig ist. Ist eine Folie stabil genug, bleibt die drauf und ich teile sie mir ab und schneide mir, wie gesagt, meine Vierecke daraus. Und jetzt gucken wir uns mal die Klebekraft an. Von dem gegossenen Kleber. Ja, ihr seht, ne? Die haftet richtig gut. Ja, die hat wirklich Kraft. Das ist super. Und da bin ich wirklich schon gespannt, wie sich das Bild macht. Und es ist einfach genial, dass es halt ABs hat. Und das hat, wie gesagt, auch so einen ausschlaggebenden Punkt gegeben, wo ich gedacht habe, Mensch, das probierst du jetzt aus, ob das wirklich so ist. Lieferzeiten sind, wie bei allen anderen auch, so 3 bis 4 Wochen, müsst ihr meistens rechnen. Es sei denn, ihr habt einen Hersteller direkt aus Deutschland, das bezieht. Gibt es, glaube ich, aber nur 2 Stück, wenn ich mich jetzt nicht irre. Und dann, ansonsten ist die Lieferzeit wirklich so 3 bis 4 Wochen, aber ich denke mal, das ist komplett im Rahmen und man hat ja eigentlich immer was zu painten zu Hause. Ist jetzt nicht so, dass man unbedingt nur auf das eine Bild wartet. Meistens hat man ja noch mehrere Motive zu Hause, die man painten kann und von der Warte her ist das eine total akzeptable Zeit. Und ja, ich freue mich schon. Ich bin schon richtig gespannt mit dem Motiv, wie es aussieht, wenn es fertig ist, weil so ein Motiv hatte ich bis jetzt noch gar nicht mit so richtig Fantasie. Aber ich habe es gesehen und gedacht, so jo, mal was ganz was anderes und ich finde es sowas schön. Sowas im Schlafzimmer, weißt du, so als Traumwelt. Ich finde da auf jeden Fall einen schönen Platz für. Gefällt mir. Und dann auch noch in Pink. Ja, ich weiß, Pink, ne, ist nicht jedermanns Geschmack, aber ich mag Pink, wenn es nicht so grelle ist. Also so richtig Neonpink, da könnt ihr mich auch einmal um die ganze Welt jagen. Aber in dem Farbton finde ich das total schön. Und ich bin gespannt und werde euch auf jeden Fall zeigen, Stück für Stück, wie sich das Bild dann entwickelt. Und werde euch mitnehmen. Jetzt muss ich nur gucken, ob ich das nachher ins Luftpolster zurückbekomme oder ob ich es dann doch so bunkere. Ich muss mal schauen. Ich habe eine große Kiste, wo ich meine Bilder habe. Das Problem ist einfach nur, ich habe keine Lust, dass das nachher irgendwie quetscht wird, da wäre mir der Luftpolster natürlich viel, viel lieber. Aber das ist natürlich eine Sache, bekomme ich es da wieder rein oder nicht? Es war nämlich richtig gut verpackt. Und auch diese Tasche hier finde ich richtig genial für das Bild, um es aufzubewahren. Das finde ich richtig toll. Ich habe auch noch einen Rabattcode für Freunde.
Also für euch könnt ihr gerne vorbeigucken. Und zwar ein Link ist das. Wundert euch nicht, wenn ihr drauf kommt, bekommt ihr euer Rabattcode. Ist wirklich so. Ich habe es selber schon ausprobiert. Weil manchmal irritiert das ja, wenn da, oh, Link, da drauf. Nein, keine Angst. Es ist wirklich der Rabattcode. Ich betone es nur deswegen, nicht, dass ihr ein bisschen irritiert seid. Da bekommt ihr 10% auf eure Bestellung. Wie gesagt, den Link schreibe ich euch unten in die Videobeschreibung. Und schaut mal sehr, sehr gerne mal vorbei, weil die haben wirklich eine große Auswahl an verschiedenen Produkten und an verschiedenen Motiven und Zubehör und sowas alles. Ich bin per Zufall drauf zugestoßen und das, was ich jetzt sehe, gefällt mir schon richtig, richtig gut. Und es kann passieren, dass ich da ab und zu dann nochmal vorbeischaue, weil sie wirklich sehr viele Bilder mit ABs haben und auch verschiedene Motivarten haben. Und die Preise finde ich richtig super. Die haben natürlich auch immer ihre Aktionen und sowas alles. Wie gesagt, vorbeischauen, denke ich mal, lohnt sich. Ich werde euch die Webseite auch unten in die Videobeschreibung schreiben und auch, wo ihr das Bild findet. So, das war jetzt einmal Zahnbi. Und jetzt zeige ich euch das, was ich mir noch geholt habe. Ach, ich sehe gerade, das Bild kann ich hier noch mit reinpacken. Das mache ich doch mal glatt. So, ich habe es natürlich jetzt nicht 100% nicht mehr so reinbekommen, wie es war, aber das kennt ihr ja. Jetzt mache ich das mit euch zusammen auf, was ich jetzt als Tool noch bestellt habe bei Amazon. Bekommt ihr aber auch woanders noch überall her. So, da ist es. Und zwar habe ich ein Hack, Lifehack, kann man das so sagen? Ja gut, ich sage jetzt mal altdeutschen Tipp gesehen, wie man AB-Steine am besten paintet, weil AB-Steine ja die Angewohnheit haben, manchmal, also bei mir war es toi 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 bis jetzt eigentlich noch nicht so extrem, aber es soll halt bei den Stiften das Wachs regelmäßig gerne rausziehen und auf Dauer kann das dann doch etwas nervig sein. Und jetzt habe ich auf zwei verschiedenen Plattformen, einmal TikTok und einmal Instagram und YouTube, auch hier, also hier auf YouTube auch gesehen, was für eine Möglichkeit es gibt, dass das halt nicht passiert und dass man in Ruhe painten kann. Und zwar geht es um diese Stifte hier. Ihr kennt ja die normalen Stifte mit der Standardmine, habt ihr ja gerade gesehen, bei dem einen Bild auch. Und es gibt noch andere Stifte. Das ist jetzt hier zum Beispiel ein Zweierpack. Ich verlinke euch die Stifte auch unten in die Videobeschreibung. Und zwar denke ich mal, die meisten von euch haben diese schon mal gesehen. So sehen die aus. Ich packe die auch gleich mal aus. Die sind nämlich richtig gut eingepackt. Muss mal gucken. Ah, hier ist die Öffnung. Und das sind Stifte, die auch teilweise im Nagelstudio oder halt für ja, Nadeldesign verwendet werden, also nicht nur für Diamond Painting. Jetzt muss ich nur gucken, wie man die aufmacht. Aha, so macht man es auf. Die Stifte haben jeweils hier hinten eine Wachsspitze und hier vorne eine sehr schmale Spitze, also schmäler, wie ihr die normalerweise kennt. Achso, war nicht richtig festgeschraubt. Gut. Okay. So, so sieht er aus. Ich habe jetzt hier, warte mal, ich mache das Ding mal hier eben ab. So. Das ist hier zum Beispiel der blaue, den ich mir geholt habe. Hier hinten ist, wie gesagt, so eine Wachsspitze. Wo man allerdings am besten mit Spezialsteinchen oder so arbeitet. Also nicht unbedingt mit ABs, sondern mit so Spezialsteinchen. Und hier ist der Clou halt. Ihr habt hier vorne eine lange, schmale Spitze. Und hier drinnen soll halt das Wachs, wenn es drinnen ist, nicht so schnell rausgezogen werden von den ABs. Wie gesagt, ich habe noch nie so oder bis jetzt noch nicht so massiv das Problem gehabt, dass das auf irgendeine Weise passiert ist. Klar kenne ich das auch, dass das Wachs dann ein bisschen flöten geht, aber ja, es hat mich jetzt nicht so massiv gestört. Aber wenn es natürlich ein Dauerzustand wird, ist das irgendwann anstrengend. Und das soll halt bei diesen Spitzen nicht so der Fall sein. Ich muss mal gucken, dass die Beleuchtung mal ein bisschen hier rüberkommt, dass ihr ein bisschen mehr sehen könnt. Ich denke mal so, ne? Wie gesagt, bei den Spitzen soll das halt nicht so der Fall sein. Die sind auf jeden Fall kleiner und wie gesagt auch länger wie die herkömmlichen Spitzen. Und damit, man befüllt halt die Spitze komplett mit Wachs und paintet dann halt die AB-Steine. Ich bin schon mal gespannt. Ich probiere das auf jeden Fall aus.
Ich habe jetzt dieses Angebot bei Amazon gefunden. Wie gesagt, die Stifte verlinke ich euch auch unten. Und diese Wachsspitze eignet sich einfach am besten, also nicht bei Ebis, sondern am besten für die Specialsteine, also alles, was größere Diamond Painting Steine sind, die Kristallsteine. Dafür eignet sich das halt sehr gut. Ich werde auf jeden Fall auf damit ausprobieren, testen und euch berichten. Das ist einmal der blaue. Lass mal gucken. Das Praktische ist, ihr bekommt hier so eine Dose mit, wo die drin aufbewahrt werden. Auch gerade wegen der anderen Wachsspitze ist das praktisch. Ich hoffe, ich kriege das jetzt zu. Okay. Müsste, glaube ich, so sein, ne? Oder andersrum. Das ist hier die Frage. So rum oder so rum? Ich habe keine Ahnung, wie es am besten passt. Gute Frage, nächste Frage. Nee, war doch andersrum, glaube ich, richtig gerne. Ach stimmt, weil auf der einen Seite sind Kanten und auf der anderen Seite nicht. Ja, ich muss jetzt auch ein bisschen experimentieren. Doch, so müsste das passen. Okidoki. Das ist einmal der blaue. Und wie gesagt, den gleichen habe ich jetzt dann auch noch mal rosa. Es ist ein Zweier-Set. Und ich dachte mir, ja, dann nimmst du ruhig schon mal so ein Zweier-Set für Fall der Fälle. Hier ist so eine, muss ich nur leider, ja, die muss ich noch anschrauben, die haben sie nicht richtig festgeschraubt. So. Ja, hier ist, wie gesagt, so eine Wachsspitze, die in rosa. Und hier vorne ist die schmälere Spitze, wo denn das Wachs reinkommt. Oder Putterfix. Und dann könnt ihr damit die ABs painten. Ich bin schon mal gespannt. Ich bin schon gespannt, wie das funktioniert. Ich habe es, wie gesagt, auch nur per Zufall gesehen. Selber ausprobiert habe ich es noch nicht. Aber ich denke mal, dass das wohl klappen wird. Und ich werde euch auf jeden Fall dann auch mal zwischendrin berichten, ob das wirklich so ist. Und wie wir damit arbeiten können. So. Habe ich das jetzt richtig rum und wahrscheinlich wieder verkehrt rum, ne? Ich glaube, ja. Mal umdrehen das Ganze. War doch andersrum. Ah, Hilfe! Da steht jetzt natürlich auch nicht drauf, wo hinten und vorne ist, ne? Vorführeffekt, sag. Ne, so passt das. Okay, doch. Geht doch. Die sind jetzt ein bisschen kaputt, aber das ist mir relativ egal, denn tape ich das so ein bisschen mit Tesafilm. Das soll ja auch nur dafür sein, dass die Stifte hier drin aufbewahrt werden können. Und halt, ich muss mal die Spitze ein bisschen weiter dahin schieben, sehe ich gerade. So. Und damit die Wachsspitze, die große, halt geschützt ist. So. Passt, wackelt und hat Luft. Das sind auf jeden Fall die Stifte. Und bin mal gespannt. Wie gesagt, ich werde euch auf jeden Fall berichten, ob das bei mir so klappt oder nicht. Und bin selber schon gespannt. In den Videos sieht das immer so richtig gut aus. Ich bin auch gespannt, wie ich das Wachs da reinbekomme, weil die Spitzen halt doch ein bisschen schmäler sind. Aber ich denke mal, irgendwie wird das wohl klappen. Glaube, die lasse ich jetzt einfach mal außerhalb der Folie. So. Und wie gesagt, die Stifte gibt es natürlich auch noch von den Diamond Painting Herstellern direkt. Da habe ich auch schon teilweise diese Stifte gesehen. Also da müsst ihr schauen.
Oder halt das, was ich euch unten verlinke, beim Amazon vorbeischauen. Die waren jetzt in so einem Set-Angebot, deswegen habe ich beide genommen. Und mit dem Bild bin ich schon mega gespannt, wie sich das macht, wie sich das entwickelt und wie es natürlich im fertigen Zustand aussieht. Beides werde ich euch unten in der Videobeschreibung nochmal verlinken. Wie gesagt, auch den Link für den Rabattcode schreibe ich euch unten in die Videobeschreibung. Schaut da sehr, sehr gern vorbei. Vielleicht ist da ja auch was für euch dabei oder vielleicht habt ihr auch Lust, dieses Bild mal auszuprobieren und zu gucken, wie der Hersteller ist. Ich hoffe, euch hat das Unboxing gefallen und ich hoffe, wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Lasst mir doch sehr, sehr gern ein Abo da. Aktiviert das kleine Glöckchen bei mir oben auf dem YouTube-Kanal. Dann bekommt ihr automatisch Bescheid, wenn ein neues Video online ist. Ich würde mich mega freuen, wenn wir uns das nächste Mal wiedersehen. Bis dahin, tschüss, eure Wiebke.